So, öffnen tun wir. Wunderbar. Hallo Leute, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Wir machen mal eine kurze Tour. Ich möchte mal noch nicht verraten, wohin. Aber ich dachte mir so, bei dem schönen Wetter nehme ich euch wieder hier in die Umgebung etwas mit. Und wir reisen zusammen zu einer Burg. Hier möchte man mal bitte noch auf die Geschwindigkeit gucken. Ich denke schon wieder, ich bin außerhalb. Tut mir leid. Gerade noch so geschnallt. So, ich hoffe, euch geht's allen super. Bei so einem schönen Wetter gibt's nur eins. Hinaus, hinaus. Die Kollegen schön grüßen. Meine Frau wollte heute gerne im Garten bleiben. Gut. Da fahren wir eben alleine mal ein Stückchen. Ganz so weit ist die Strecke nicht. Ich hoffe mal vielleicht unterwegs noch jemanden zu treffen. Es ist immer schöner, wenn wir ein bisschen zu zweit fahren können. Aber im Moment ist es leider so, dass der eine Freund von mir gerade etwas weiblich verhindert ist. Da klappt das gerade mit dem Fahren heute mal nicht so. Und der andere, naja, sein Fahrzeug ist noch nicht ganz so in Schuss, dass man sagt, es könnte jeden Moment losgehen. Also es wird wahrscheinlich dort auch noch eine Weile dauern. So. Und ansonsten muss man natürlich immer mal schauen, wegen die Kontakte unterwegs, die man so trifft. So, die Strecke hier lädt immer da wirklich dazu ein, einfach Gas zu geben. Ist aber grundlegend falsch. Hier ist immer noch eine 50, muss man einfach mal so sagen, weil, wie man jetzt sieht, linkerseits kommt erst jetzt das Ortsausgangsschild. Jo, da kommt ein Kollege angerauscht. Das Ganze, wir müssen jetzt bloß mal zwischendrin, müssen wir jetzt noch mal sehen, dass wir irgendwo an einer Sparkasse vorbeikommen. Da muss ich mal schauen. Ich habe keine Ahnung, ob ich auf dieser Burg dort Eintritt bezahlen muss. Ich vermute es mal. Auch wenn heutzutage überall Kartenzahlung ist, sollte ich dort eventuell ein paar Euro mitnehmen, um euch dort mit reinnehmen zu dürfen. Oder reinnehmen zu können. Nicht, dass wir dann davor stehen und nichts geht. So. Wir sind jetzt in Richtung Altmittweida unterwegs. Oder besser gesagt, sind wir ja schon fast Altmittweida oder sind schon in Altmittweida. Und als nächstes kommt dann Mittweida. Oh, der Opa rennt mit seiner Sackkarre draußen rum. Bei der Wärme. Super. Könnte aber auch mal etwas vom Gas gehen. Weil ich jetzt gerade das Maisfeld hier drüben sehe. Also ich kann mich kaum noch daran erinnern, wann ich das letzte Mal in einem Maisfeld war. Oh mein Gott. Als Kinder oder als Kinder sind wir ja oftmals im Maisfeld gewesen.
haben dort Verstecken gespielt und alles Mögliche. Tja, oft gab es dann Ärger. Aber es war natürlich auch eine andere Zeit. So schöne Pferdchen hier an der Seite gewesen. Eine Sattlerei. Standen aber nur was von Planen dran. Planen, also LKW-Planen und so etwas. Ich möchte ja unheimlich gerne, möchte ich ja meinen Sattel, meinen Bobbersattel, aufpolstern lassen, weil mein zartes Gesäß leichte Schmerzen hat, wenn ich etwas größere Strecken fahre. Naja, früher hätten wir drüber gelacht. Heute ist es leider so, dass es tatsächlich weh tut. Und jeden Tag an Stellen, die ich früher noch nicht mal kannte. So. Ich werde jetzt mal etwas vorspulen bis zur Sparkasse dann. Oder bis nach der Sparkasse, je nachdem. Das war jetzt das Navigationssystem, Ruhe. Also das ist jetzt hier der Markt in Mittweida. Ja, also außer das Pflaster hier ist das eigentlich ganz nett. Boah, ich will versuchen hier irgendwo zu der Sparkasse zu kommen. Ich hoffe, dass man da irgendwie durchkommt. Weil vor kurzem war das alles hier Einbahnstraße eher. Was ist das für eine Scheiße hier? So, jetzt waren wir kurz bei der Sparkasse. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wie wir am dümmsten dort wieder hinkommen, wo ich hin will. Natürlich ist wieder das Stückchen noch zurückfahren. Wir wollten ja nur mal schnell zur Sparkasse. Also keine Ahnung. Ich musste jetzt noch mal rechts ranfahren. Weil aus irgendeinem Grund hat sich die GoPro abgeschalten. Komisch. Jetzt nimmt's auf. Gut. Das ist ein Harder.
Also die Sonnenblumen hier sehen auch schon ziemlich verkümmert aus, muss ich sagen. Ist ja eigentlich gar nichts. Oh mein Gott. Denn jetzt hier Talsperre und Borg Parkplatz. Ach du grüne Neune, was ist denn hier los? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Also, wir wollten ja eigentlich nicht zur Talsperre, wir wollten ja eigentlich auf die Burg. Ich bin wohl etwas zu früh abgebogen. Hier ist ein Imbiss. So, genau. Jetzt müssen wir kurz mal schauen. Kaffee, Eiskaffee, Einbahnstraße. Ich hoffe, man kann hier irgendwie bis zur Burg fahren. Nach 300 Metern, ja, dann schauen wir mal nach 300 Metern. Also das wäre ja dann hier. Ach so, Tatsache. Kann man aber nirgendwo parken. Ah, hier unten kann man parken. Das ist doch sehr schön.
waren wir mal kurz auf der Burg Triebstein. Viele, die hier nicht aus der Nähe kommen, waren ja noch nicht hier. Und da dachte ich mir heute, so, kann ich euch noch mal mitnehmen. Das nächste Mal können wir ja von mir aus sehr gerne zur Talsperre fahren. Das ist ja dann auch gleich hier oder auch gleich hier. Heute ging es erstmal nur zur Burg. Wenn ihr das möchtet, dass ich mal zu dieser Talsperre fahre, könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, dass ihr gerne die Talsperre mal sehen möchtet. Ich hoffe selber, es hat euch ein bisschen gefallen. Irgendjemand hat meinen Spiegel verstellt, es macht mich verrückt. Ist wohl jemand rangekommen. So, langsam wird es wieder. Aha, so, jetzt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich selber wünsche euch allen noch einen wunderschönen Sonntag. Macht's Beste draus. Fahrt schön vorsichtig, fahrt mit Bedacht, denkt immer dran, nicht alle sind so aufmerksam. Kommt alle gut zu Hause bei euren Familien an. In diesem Sinne, schönen Sonntag, bye bye, out und weg.